Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Ja, nach langer Zeit haben wir lange, also wir haben lange ja kein Let's Play mehr gemacht, ein bisschen Probleme gehabt mit dem Aufnahmen. Und ja, diesmal spielen wir ein oder machen ein Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Ja, genau. Genau, der David ist auch da. Und ich, der Lenny. Und ja, wir fangen einfach ganz von vorne mal an. Das Tutorial haben wir einfach mal schon mal übersprungen, weil wir wollten mich nicht damit quälen und so. Ja, der David erklärt es dann einfach auch nochmal ein bisschen, der spielt es schon ein bisschen länger. Ich noch nicht. Deswegen fährt er auch am Anfang. Also wir spielen hier richtig mit Lenkrad und so. Das ist ein echtes Feeling, soll auch aufkommen. Und ja, wir haben es auch recht neu noch. Wir fangen dann gleich dann an, einfach. Weiß ich, der David erklärt dann einfach So, nochmal, wie genau. das. Wir gucken erstmal, was wir hier überhaupt transportieren und wohin wir überhaupt fahren. Also ganz kurz, wichtig sein. No, das Reis. ist unser Navi auch, ja. Reis transportieren wir und zwar nach Chile. Das ist interessant. Lille. 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 Ja, Kennen Chile, ja. Sie nicht. Doch, es ist in Frankreich. Lille ist in Genau, Frankreich. wir haben angefangen in Calais. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ganz oben. Zwischen, ja, bei England und da, wo die ganzen Fähren nach England fahren. Genau, weil die auch ab und zu dann mal nach England fahren wollen mit den Fähren. Ja, ein bisschen links fahren und so, das wäre doch bestimmt ganz geil. Ja, dann erklär mal. An Also wir haben angefangen, wir haben ein Iveco, ist eigentlich ein Iveco. Iveco. Was, warum? Ja. Da irgendwie da Iveco nicht die Nutzungserklärung, also wird halt das Spiel die Original Okay. haben. Kurze Erklärung zum Navi, das ist unser Routenplaner mit dem ETA. Unsere Anweisung, wie lange wir fahren, wohin wir, wann wir ankommen. Dann haben wir hier unseren momentanen Auftrag, alle wichtigen Informationen, unsere Hilfe und unsere Schaden, die wir am Ja. Fahrzeug haben oder Abschleppdienst rufen können und die Kurznachrichten. Der Lenny kann das bestimmt auch noch gleich nochmal detailgetreuer erklären. Ich fahre da einfach schon mal Ja, los. also wir fahren jetzt erstmal unseren ersten, das ist Auftrag, also das ist jetzt unser Light Truck, Genau, wir haben noch weil keinen wir noch eigenen keinen. Truck, damit müssen wir erstmal ein bisschen Geld dazu sparen, dass wir überhaupt uns einen eigenen Truck leisten können. Ja, genau. Ja, hoffentlich gibt es nicht so Probleme mit dem Sound. Und hoffentlich auch nicht durch irgendwelche blöden Unfälle oder so, das hoffe ich Ja, auch David nicht. fährt ein bisschen chaotisch, aber ja, wird schon irgendwie klappen. Ja, Haben wir schon erwähnt, dass ich mit Lenkrad fahre? Weiß ich ja, nicht. habe ich schon Ja, okay. gesagt, ja. Wie es jetzt eigentlich auch anders mit den anderen Let's Plays aussieht. Ja, wir hatten eine kurze Pause. Wir hatten mit dem Aufnahme und so ein bisschen Probleme und so. Und ja, mit dem Werksfeuerwehrsimulator könnten wir eigentlich nochmal vielleicht ein, zwei Folgen noch ein bisschen machen. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Wir hatten, ich glaube, beim ersten Video, das wir hatten, war es Pan 37 Aufrufe. Das fand ich eigentlich schon ganz geil. Wäre halt geil, wenn ihr irgendwie Kommentare mal schreiben würdet, wie ob es euch gefällt oder einfach ein Gefällt mir da lässt. Oder ein Abo. Ja, wir haben schon zwei Abonnenten. Finde ich eigentlich ganz geil. Schade, dass wir, also ja, zwei sind halt noch nicht viel. Andere YouTuber, aber für uns eigentlich schon. Jeder fängt klein an. Ja, soll einfach mal vielleicht für ein bisschen mehr Abonnenten bekommen. Wäre ja schon ganz geil. Vor allen Dingen auch die Und ja. Kommentare. Sollst du Ja, einmal. habe ich ja schon Ach so was? gesagt. Ja, ich. Ja. Ja, leider Stau hier ein bisschen. Ja, wisst doch was zum Spiel wissen. Ja, der Sound ist ein bisschen komisch. Hoffen wir, dass es nicht so arge Soundprobleme gibt. Ja, hoffentlich nicht, denke ich mal. Und ja, ich weiß nicht, wie wir das jetzt noch machen werden, ob wir uns irgendwie abwechseln mit Fahren oder was weiß ich. Ich bin Werden wir nicht dann der nächste Woche, beste nächste Fahrer. Folge bekannt geben. Ja, Denk kann mal dann, sein, dass dass es wir ein bisschen, abwechselnd fahren werden. ja, nach der Fahrt immer. Wir haben schon so ein bisschen einen Plan, dass wir Kann uns sein, das ein ist was. so ein Veko selber holen. Unseren eigenen Truck, genau. Ja, Kann das genau. sein, du wolltest gerade was sagen, hab ich unterbrochen. Ja, kann sein, dass es irgendwie ein bisschen leckt. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus, oder? Nee, Nicht? ich fahre nur gerade so lahm, deswegen.
Achso, okay. Ja, dann. Ja. Hier darfst du schon 110, oh. Hab ich mich richtig jetzt gesehen? Naja, ich gebe gerade Vollgas. 110, ah, ja. Aber wir dürfen ja nur 80 fahren. Sonst gibt es Strafen. Es gibt auch Strafen, wenn wir Autos rammen, zu schnell sind, wenn wir geblitzt. Was weiß ich nicht alles. Hoffen wir, dass es nie so eine Strafe irgendwie. Ja, falsche Spur oder. Was war das? Ach, keine Ahnung. Gerade wenn man davon spricht, ja. Wir fahren jetzt nur nach Chile. Ja, wohin waren wir? Fahren wir jetzt nach Lille. Lille. Ja, ja. Was ist bisschen mit der Sprache? Wohin? Ja, geradeaus und dann da links. Ja, der Blinker hört sich irgendwie scheiße an. Wo denn links? Hier links. Wo fährst du denn hin? Soll ich denn hier links fahren, Mensch? Ja, da hätte ich schon früher links fahren müssen. Muss mal ein bisschen gucken. Wer war nichts früher links? Ja, wie gesagt, Mensch. Der Arnold fährt ein bisschen chaotisch. Ach, papalapap, der Lendi hat einfach so komische Anweisungen, wenn ich ihn frage, wo ich hinfahren soll. Ja, der links. So komische ja, da. Links, musst du sagen, wann ich links fahren soll. Ja, da warst du links. Warst du ja die ganze Zeit richtig, dann bist du nur falsch gefahren. Ah, ich hab keinen Schaden gebaut. 0% nee, Schaden. Noch nicht, ja, komm. Guck lieber auf die Straße. Ja, Themen. Wir hatten ja auch mal so unseren Thementalk. Wird bestimmt auch mal wieder bald kommen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gut ankam oder ob das nicht gut ankam. Ja, das Problem ist halt einfach, wir haben die Themen. Fehlen uns einfach ein bisschen. Ja, wir haben keinen Gesprächsstoff. Ja, über was wir hätten, wenn ihr uns einfach ein Thema geben würdet, würden wir gerne ein Thema, also darüber gerne babbeln. Voll nicht, hätte da richtig Lust drauf. Also wie es dir ja, denke auf jeden Fall auch. Und ja, wir machen halt, ja, wie gesagt, immer noch diese 15 Minuten Parts. Dann werden wir hier auch immer bei 15 Minuten kurz stoppen. Dann bei dem nächsten geht es einfach direkt weiter. Ja. Falls ihr irgendwie noch Tipps habt oder anderweitig irgendwie, was wir mal machen sollen, Let's Play. Wir haben ja noch U-Bahn-Simulator halt, die ganzen Simulationen. Ja, wir haben uns selber mal informiert wegen der PS3 Aufnahmegerät und ja, das, über dem, ja, das schminken wir uns erstmal ab, weil mit dem Geld wird sich das einfach nicht lohnen, weil wir verdienen ja mit YouTube kein Geld. Also haben wir erstens eh zu wenig Abonnenten und zu wenig Klicks. Wir nichts verdienen. Zweitens ist dieses Aufnahmegerät schweineteuer. Und ja, ja, genau. Kann leider nicht leisten in dem Sinne her. Ja, wenn wir uns. Ja, leisten schon, aber das wird uns einfach nichts bringen, ja. Ja, aber mein Stiefbruder, der macht ja auch Videos. Hat's mal erwähnt, ja? Ja, der macht FIFA 13. Das kennen wir auch, du kennst auch Ultimate Team, oder? Mhm. Das kannst du auch, das gibt so eine Web-App. Da kannst du im Internet darüber so handeln, okay. Und so. Eigentlich ganz cool. Okay, ich bin jetzt nicht der gute, beste davon. Aber ich könnte so mal ein Team mal vorstellen oder so. Ganz geile Teams. Weil da kann man auch so Teams kreieren. Okay, ist richtig oder sind wir gleich schon da? Sieht das jetzt richtig oder? Ja, ist gleich schon da. Das ist ja ganz cool, das geht ja hier also, kreieren. Kreieren. Das ist doch nein, das falls, ja, aufbauen, glaube ich, ist das bessere Wort. Darüber würde ich auch ganz gerne so Let's Plays machen. Über die Tipps zum Handeln würde ich eher weniger. Also okay, da müsste ich erstmal ein bisschen besser auch werden. Das machen. Aber sonst über die Teams und so, jo, habe ich schon ein bisschen mehr Ahnung. Können wir vielleicht mal, was weiß ich, wenn es euch gefällt oder was weiß ich, können. Ist die Idee da vielleicht. Wenn ich jetzt richtig, wenn ich hier reinfahre, ne? Ja, ne? Ja? Ja, ja. Ja, klar. Diesmal schon. War ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. FIFA 13. Team. Ja. Genau. Ultimate Team. Ist wieder ein bisschen. Ist Squad Building. Heißt es. Da gibt es auch so eine extra Seite und so. Die halt auf FIFA spielen. Oh, erster Aufenthalt in Lille. Das ist auch gut. Ja. Warum auch immer du hupst wieder. Weil die stehen geblieben sind, ist halt grün, ja. Das ist nämlich rot.
regt sich viel zu oft auf. Auf jeden Fall, genau. Der macht auch Let's Plays, FIFA 13. So ein Online-Spiel, Checks and Fidget. Hab ich auch mal früher gespielt. Hat auch schon über 1000 Abonnenten. Und der holt sich vielleicht bald ein Dings. Aufnahmegerät. Das wäre geil. Da will er sich vielleicht bei mir bei der, auf der PS3 was aufnehmen. Und dann auf seinem Kanal hochladen, das wäre geil. Ja. Und einfach nochmal sagen, ne? Die nächste rechts. Ja, kommen wir eigentlich mal wieder zum Spielwissen zurück. Ja, vom Spiel allgemein, ich finde es eigentlich recht geil gemacht. Besser als auf jeden Fall der erste Teil. Auf jeden Fall, auch von den Details. Okay, das eine, das eine finde ich aber nicht so gut. Hier mit dem Tachos, das ist einfach so klein. Ja, aber jetzt auch gerade bei dem Ivedo, jetzt der Iveco. Man kann, wie gesagt, nicht erkennen, wie schnell man hier fährt. Immer auf den Navi gucken, das ist wirklich. Immer auf dem Navi oben links. Und. Das ist wirklich der Nachteil. Du musst jetzt hier rechts rein. Hier rechts rein schon. Wenn ich mich nicht irre, ja. Jetzt geht's ans rückwärts einparken. Ja, das kann ich nicht. Ich drück da meistens die Eingabe. Aber das werden wir in diesen Let's Plays hier nicht tun, da wir uns hier alle aber so gut können, dass wir das alles so hinbekommen. Ich versuche es leicht mal einzuparken, aber naja. Warum ist eigentlich der Spiegel die ganze Zeit schon an? Das ist ja total irritierend hier. Ja, das finde ich auch ganz geil, dass man hier so rausgucken kann. Leider nur auf der einen Seite, weil auf der anderen Seite ist ja der Beifahrer. Das ist klar. Ist das schon mein Messer, oder muss ich noch einen jetzt fahren? Ein zweiter. Da steht ein anderer. Also ich kann sowas nicht so wirklich grandios. Ich würde dagegen andere fahren. Ja, da wird dann schon ein bisschen besser. Ich hoffe jetzt auch wegen dem Sound, dass es okay ist und dass wir dann so, nicht zu leise sind und alles. Ja, unseren ersten Auftrag erfüllt. Der Sound ist halt jetzt ein bisschen laut. Ja, wir sind immer noch Level 0. Nee, also, ja, das letzte Video, das Ankündigungsvideo. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche schon gesehen haben, weil es wurde dann gesperrt. Oh, was geht hier noch? Das ist ein bisschen laut. Das war unsere Firmenzentrale, ja, die wir gerade gesehen haben. Wie überspringen wir zum Beides? Weil er so laut war, habe ich es gerade übersprungen. Der Barottik aus. Weil irgendwie der Sound in drin, wenn wir dann spielen, ist irgendwie dann so leise. Lauter gestellt. Ist total laut. Jetzt ist es dann so plötzlich so laut, ja. Ja, wir haben uns eine neue Fracht aus, würde ich sagen. Oder? Ja, guck, hier sieht man auch rechts unten unser Firmen. Also Let's Play, Let's Play Logistik. Genau, unsere Firmen. Unser Firmenstatus. Also so heißt, ja, da sieht man alles. LKW-Anzahl haben wir 0. Weil wir haben ja erstens noch keinen LKW selber und. Genau. Ja. Fahreranteil 1, das sind wir. Profit der letzten 7 Tage. Also Profit, Entschuldigung. 1600. Von dem Auftrag gerade eben noch, denke ich mir mal. Suchen wir uns einen neuen Job aus. Achso, neuen Auftrag. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich dann fahren? Ach, das stellt sich in die Frage das nächste Mal, weil wir haben schon unsere 15 Minuten. Nicht ganz, oder? Ja, oder wir machen jetzt. Wir machen jetzt mal Cut und. Und ja. Und dann das nächste Let's Play kommt dann direkt bald auch. Ja, jetzt fängt leider wieder die Schule an, also wird halt ein bisschen schwieriger, aber wir versuchen es trotzdem zu machen und ja.